Knöllchen fürs Falschparken verteilen, Drogendeals stoppen und ganze Terrorzellen zerschlagen. Vermutlich der ganz normale Alltag für einen Straßenvollzugsbeamten in Detroit. Kombiniert man nun ein derart profanes Polizistenleben mit den Fähigkeiten und dem Aussehen eines Cyborgs, dann erhält man Robocop. Der Hype um den legendären Helden der 80er Jahre ist mittlerweile zwar abgeklungen, aber bis dahin prägten die Filme eine ganze Generation. Nun sind mittlerweile immer mehr Gamer an den Konsolen und PCs dieser Welt versammelt, die erst danach das Licht der Welt erblickt haben und an denen die glorreichen Filmjahre der 80er komplett vorbeigegangen sind. Ihr dürft euch gleich Robocop auf die Liste der Must-Watches schreiben, denn nicht nur ist der Film nach wie vor fantastisch, sondern ist als Grundlage für das gleichnamige Spiel der polnischen Entwickler Teyon fast unabdingbar. Bereits die ersten Trailer von Robocop Rogue City sahen vielversprechend aus. Vielleicht sogar etwas zu gut. Immerhin handelt es sich um eine AA-Produktion, in der nicht das größte Budget steckt. Eine tolle Grafik weckt also schnell den Verdacht, dass an anderer Stelle gespart wurde. Zusätzlich ist Teyon auch kein allzu bekanntes Studio, obwohl es durchaus Erfahrung im Bereich Spielumsetzung alter Klassiker hat. Das aber mit durchwachsenen Ergebnissen, denn Rambo The Video Game war ein Fiasko. Während Terminator Resistance zwar keine Preise für sein eindimensionales Shooter-Gameplay gewinnt, aber immerhin den Geist der Terminator-Reihe gut einfängt. Glücklicherweise können wir direkt Entwarnung geben und sagen, dass Robocop Rogue City eine Schippe drauflegt und Fans von Story-Shootern und des 80er-Jahres-Cyborgs gleichermaßen auf ihre Kosten kommen dürften. Zeitlich zwischen dem zweiten und dritten Film angesiedelt, erzählt das Spiel seine eigene Geschichte auf den Straßen Detroits. In der metallgepanzerten Haut von Robocop Murphy sollen wir einer Drogenbande Einhalt gebieten und die öffentliche Ordnung aufrechterhalten und werden ähnlich wie im Film mit Flashbacks des ehemaligen Familienlebens geplagt. Ohne wenigstens den ersten Film gesehen zu haben, ergibt das alles nicht so wahnsinnig viel Sinn. Kann aber dennoch funktionieren, wenn auch nicht ansatzweise so gut. In einem Spagat aus linearem Leveldesign und Open World bewegen wir uns zwischen abgeschlossenen Abschnitten immer wieder vergleichsweise frei durch die dreckigen Straßen der amerikanischen Industriestadt und können dort neben der Kampagne auch weitere Nebenaktivitäten nachgehen. Was uns direkt auffällt, ist das dynamische Verhalten der Stadtbewohner. Schon beim ersten Betreten von Detroit bemerken wir so ein paar Streithähne vor einem Ladengeschäft. Das Radio ist zu laut eingestellt, also ein klarer Fall von Ruhestörung. Was wir zunächst als stimmige Atmosphäre abtun, reizt uns am Ende doch genug, um uns die vermeintliche Kulisse einmal näher anzusehen. Positiv überrascht sind wir bereits, als uns die Blicke der NPCs folgen, sobald wir uns in deren Sichtfeld bewegen. Was wie selbstverständlich klingt, bekommt teilweise nicht mal Blockbuster-Produktionen hin. Dass wir uns in den Streit sogar einmischen und die Szene zu einem Abschluss bringen können, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Ähnlich immersiv geht es dann auch weiter durch die Stadt und so triggern wir mehrere kleine Missionen und kümmern uns um Gesetz und Ordnung, bis uns der Zeitdruck hinter der Anspielmöglichkeit zwingt, endlich der Hauptmission Aufmerksamkeit zu schenken. Bis dahin sind wir uns aber nicht zu schade, Strafzettel an Falschparker zu verteilen und jugendlichen Vandalen eine ernste Verwarnung auszusprechen. Und wenn es hart auf hart kommt, schießen wir natürlich auch ein paar bewaffnete Banditen über den Haufen. Oft haben wir dabei sogar die Wahl, wie wir den Situationen begegnen. Mitunter abhängig von unseren verteilten Skillpoints haben wir mehr oder weniger Optionen, um einen Dialog oder eine Mission zu Ende zu bringen. Das erinnert auffällig an Fallout 3 und ist laut Entwicklern nicht etwa zufällig, sondern klar beabsichtigt. In unserer Anspielsession trägt das positiv zur Spielwelt bei, ohne einen mit zu vielen Optionen und Alternativen zu erschlagen. Ebenfalls zur Lebendigkeit trägt bei, dass sich die Welt auch ganz ohne unser Zutun verändert. Machen wir keine der Nebenmissionen und kommen in einem späteren Kapitel wieder in die Stadt, so entwickeln sich die Dinge von allein weiter. Und wir haben nun andere Möglichkeiten und Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen können. Die Konsequenzen des Nicht-Eingreifens sind natürlich andere, als wenn wir die Aufgaben vorher erledigen. Je nachdem, ob wir guter, böser oder abwesender Robocop spielen, erwarten uns laut den Entwicklern drei verschiedene Enden. Bei den angegebenen rund 15 bis 25 Spielstunden haben wir also einen guten Grund, mehrmals in den Story-Shooter hineinzuspielen. Das ergibt natürlich nur Sinn, wenn das Gameplay auch entsprechend viel hergibt. Ein großer Teil der Anspielsession bestand wenig überraschend aus dem Wegballern irgendwelcher hässlicher Punks, die ihren Lebensunterhalt mit kriminellen Aktivitäten bestreiten. Trotz einiger Gegenwehr gestalteten sich die Schießeinlagen in der Demo als Spaziergang.
Herausfordernd wurden die anfänglichen Gefechte nur, weil sehr viele Feinde gleichzeitig auf unseren Cyborg-Panzer schossen. So zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und wenn man sich nicht wie der letzte Depp zwischen alle Gegner gleichzeitig stellt. Wie es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad aussieht oder später im Spiel, steht auf einem anderen Blatt. Bis dahin besteht die spielerische Herausforderung darin, dass man bei polizeilichen Untersuchungen alle relevanten Hinweise findet, alles an herumfliegendem und verpassbarem Beweismaterial einsammelt und bei gelegentlichen Zeitlupeneinlagen alle Gangster umnietet, bevor die sich an ihren Geiseln vergehen. Der bunte Gameplay-Strauß wirkt auf den ersten Blick zwar etwas zusammengewürfelt, weiß am Ende aber doch, was er will. Ein gutes Robocop-Spiel sein. Und das Potenzial dazu hat Rogue City allemal. Jedes Feature fühlt sich beim Anspielen richtig an und versprüht die Stimmung des Originalfilms. Als Murphy bewegen wir uns entsprechend dem Film langsam durch die Level. Stets untermalt von retrofuturistischen Roboter-Sounds. Beim Zielen auf Gegner blendet sich das bekannte Zielsystem in Neongrün ein und die Zielhilfe fixiert sich noch ein bisschen stärker auf Gegner, als das sonst schon bei vielen Shootern mit Controller-Steuerung der Fall ist. Ein bekannter und mitunter der größte Stolperstein der genutzten Unreal Engine 5 ist die Darstellung der Mimik von Gesichtern. Ja, und auch die Mimik von Robocop Rogue City ist hölzern. Aber gerade beim spielbaren Helden stört uns das gar nicht, denn es wirkt wie die perfekte Hommage an die filmischen Originale. Zuletzt holen uns auch die Dialoge ab. Eine wirtschaftliche Diskussion über die Auswirkung von Price-Dumping auf den Drogenmarkt haben wir nicht erwartet. Sie dann mit Waffengewalt zu beenden, war fast schon ein bisschen schade, aber auch nur fast. Allein der extrem hohe Gewaltgrad aus den Filmen kommt im Spiel nicht zur Geltung, beziehungsweise wurde Gewalt beim Anspielen oft nur angedeutet. Wer den Gore-Faktor tatsächlich vermisst, kann sich zur Not ja aber auch noch einmal die alten Klassiker reinziehen. Robocop Rogue City erscheint im September 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series mit englischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln. 15 bis 25 Spielstunden werden versprochen, das wirkt anständig und hoffentlich verlieren sich die Macher nicht in unnötigen Inhalten, die sich nur nach Arbeit anfühlen. Wir sind da aber zuversichtlich. Neu erfinden dürfte Theon mit dem Story-Shooter das Genre wohl nicht. Wir erhoffen uns aber eine gelungene Mischung aus bekannten Features und coolen Ideen, unterlegt mit einer schönen Portion zynischem Humor. You need to be taught some manners.